Okay. Mom's phone is probably in her room. I can use it to call mine, then figure out where the hell I left it. Das gibt bestimmt Stress mit David. Das Bild hat sich nicht verändert. Oder? Bilde ich mir das jetzt ein? Dann nehme ich auch ein Bild von Acadia Bay. Home sweet home. Whoever said you can't go home again was probably from Arcadia Bay. And he could go home again. He just didn't want to. Handtuch. The preferred towel of Captain Bluebeard, scourge of Arcadia Bay. Mom's hiding her gray hair to impress her boyfriend. Maybe gray hair is his kryptonite. Maybe I should dye my hair gray. Ja, aber sie hat später ihre Haare blau gefärbt. Sie ist eine echte Rebellin. Die putzt sich nicht ihre Zähne. Oh, da steht das Bett noch anders. Genau, wir gehen jetzt ans Handy. Jetzt, dann kommt David um die Ecke. Was machst du am Handy deiner Mutter? Ah, Mom. Bad enough that David comes here for dinner. Ach, er wohnt hier noch nicht. Das waren gerade Kondome. Mom's finally making her bed again? I guess that's a good sign. Es ist 7 Uhr. Viel zu früh. How can Mom look at this every day and not see what a tool she's dating? Ah, sie hat es nicht in der alten Mühle liegen lassen. Sounds like my phone is definitely nearby. Oh. There we go. Wonder how many calls I've missed. Jetzt haben die das mehr so Handysicht-mäßigen gemacht. Oh, Max. Da bin ich jetzt mal gespannt. Wie ist Max zurzeit denn so drauf? Es tut mir so leid. Ich war nachlässig mit E-Mails. SMS funktioniert für mich eh besser. Hey, es ist Max. Wie geht's? Bist du da? Oh je, tut mir leid. Wieder. Ich habe viel zu tun. Zettel würde dir gefallen. Mehr dazu später. Cool. Vielleicht fahre ich demnächst per Anhalter. Hey, Hippie. Es tut mir so leid. Vielleicht sollten wir eine Zeit festlegen, um zu telefonieren. Also spätestens da hätte ich jetzt gerade schon gar nicht mehr geschrieben, weil die hat wahrscheinlich dann keinen Bock, würde ich mir denken. Kein Ding. Ich sehe in meinen Kalendern nach. Es ist 19 in Acadia Bay. Was ist es in Seattle? 2019? Ich weiß, vielleicht dieses Wochenende. Klar, jederzeit. Sag Bescheid. Dann hat sie 3 Wochen später wieder geschrieben. Ey, Königin des Grillenzirpens. Was gibt's Neues? Max? Also es ist schon echt Arschloch-mäßig. Max, so haben wir dich gar nicht eingeschätzt. Dein Mist ist hier. Yay! Ich pleite, sorry. Dein Verlust. Du kannst es einen Tag für mich aufbewahren? Kann ich das? Ich bin dein Lieblingskunde. Bist du das?
Frank, hast du was? Du schuldest mir noch was. Verhaust du mich dafür? Super, mach nur Witze per SMS darüber. Du vertickst mit dem Handy Drogen. Egal, komm schon, es ist 420. Ich treffe dich, wenn du mein Geld hast. Ah, muss absagen. Elliot. Ist hier wahrscheinlich die Rolle des Wobben. Spanisch Test war scheiße. Dem stehe ich nur mit Glück. Oh. Lo siento. Mann, ich glaube, es war okay. Cool. Was machst du? Nicht viel, hab nachher was vor. Oh, okay. Hast du Chemie erledigt? Nö. Alter, das ist das dritte Mal. Ich weiß ich schon alles. Isst du mit uns zu Abend? Nein, danke. Kommst du irgendwann heute nach Hause? Chloe, bist du bis zur Sperrstunde zu Hause? Das wird Konsequenzen haben. Chloe, breakfast. Bring my purse down with you, please. Ja, ja. Okay. I think I saw Mom's purse in her room. Ah, die Kette. I hate that she hides all our old pictures of Dad. What's the matter, Mom? You don't want Dad to see your new boyfriend? You don't deserve to be stuck in a drawer like this. Tja, die Mutter ist bereit für eine neue Beziehung. Und Chloe kann damit nicht abschließen. Sowas ist immer schwer. Oh, der Ehering. Mom's old engagement ring. Supposed to be mine. If I'm ever stupid enough to get married. Grade B? Fuck you, Arcadia Pawn. Wait, Mom's selling her engagement ring? Ja, sie will abschließen. Auch wenn das jetzt nicht so die feine Art ist. Eigentlich hebt man doch dann so einen Ring auf. Yeah, that really makes me want to hurry. Coming, Mom. Finally, you can put my purse on the dining table. Might still have time for breakfast if you hurry. The hell? Scheiß Schule. Dining table, here I come. Dad took these photos. Now that David's staying over so much, I wonder how long it'll take Mom to shove them in a drawer somewhere. Welche Fotos? Im ersten Teil waren da Fotos von einer glücklichen Rachel. Chloe, I don't have all day. Richtig lustlos. Was steht denn in der Zeitung? Wow. Sean Prescott's son Nathan goes to my school. Sounds like the apple didn't fall far from the asshole. Freitag, 7. Mai 2010. Werft wird geschlossen, obwohl Projektentwickler Sean Prescott beim Kauf der Werft versprach, der Personalabbau minimal ausfallen würde, verkündet er heute, dass der Betrieb mit sofortiger Wirkung eingestellt wird. Erst kaufen und dann schließen. In einem für Langzeiteinwohner der Gegend wenig überraschenden Schritt liquidierte die Prescott-Stiftung den zugesagten Rentenplan des Hafenarbeiterverbands von Acadia Bay.
Jay Quincy Robertson, Anwältin der Stiftung, verteidigte das Vorgehen als unser Recht, Verluste gegenüber Verbindlichkeiten weiter wettzumachen. C. Prescott war nicht für einen Kommentar zu erreichen. Why do I suddenly want to get some fireworks? Eine Feuerwarnung wurde für alle Inwohner von Arcadia Bay herausgegeben. Strafgebühren für illegales Feuerwerk und Lagerfeuer in nicht autorisierten Gebieten werden verdoppelt. Hätten sie mal gestern Abend aufpassen müssen. This is Principal Ray Wells. Let me be emphatic. I have an enormous stick inserted into my butt. Thank you. Also, Chloe, you're poor and in trouble. Gut imitiert. Lassen Sie mich nachdrücklich betonen, dass dies nicht an finanziellen Sorgen liegt, sagte Victor Ray Wells. Nach der Begutachtung anderer angesehener Akademien ähnlichen Kalibers sorgen wir einfach dafür, dass wir weiterhin wettbewerbsfähig sind. Die Eltern von Blackwell-Schülern investieren in ihren Kinder, nicht in Ferienhäuser. Wells betonte weiterhin, dass zusätzlich zu den leistungsabhängigen Ausbildungsprämien in Klammern dieses Jahr vergeben an Stella Hill und Brooke Scott die Stipendien für bedürftige Schüler, die außergewöhnliche akademische Leistungen erbringen, weiterhin bestehen bleiben. Button. We're already supporting one. Thanks. Weinfleck. Den gab's im ersten Teil auch. From when Max and I spilled Mom's wine. I think the only reason Mom hasn't recarpeted is so she can stay mad at me. It's my job to water these plants, but it was Dad's job to remind me. So, nobody's fault, really. Max hat ihre Pflanze immer gegossen. Da stand wohl, da war wohl auch mal ein Bild. Family pic used to hang here. Wow. I can't actually remember which one. Hard to believe I was an 8th grade science athlete. Did I peak in middle school? Dad always talked about upgrading to a flat screen. Ein Bild. That never happened. I would have gotten this bad boy in my room. Von Chloe und Max. Aren't you glad you left for Seattle, Max? And never looked back? Das Bild kennen wir auch im ersten Teil. Any letter from Blackwell is never good. Ihre Tochter kam zu spät zum Unterricht. Dad's old swear jar. We spent the last of his curses on bus fare and milk. Travel to Paris, ja, immer noch. Schon gar. Das heißt doch Toaster. Nee, ist kein Toaster. How can bacon smell so good, but I'd still rather stuff these sugar bombs in my mouth? It's not that I'm ungrateful. It's just that when your mom works in a diner, you're not always in the mood for diner-type food. Was soll das andere werden? Pancakes? Hey, Mom. You wanted to talk? Chloe, what happened to you? It's no big deal. I walked into a door. You seem to be walking into a lot of doors lately. When I send you a text message, Chloe, like last night, I need you to answer. You can just say text. You don't have to say message. And I need you to answer without the snark. I was sleeping.
I didn't get your text until just now. Oh, you make it so hard to trust you. Is that what you wanted to talk about? What is it with you and David? Always cutting to the chase. Why can't we just have some pleasant conversation before school? Verlobungsring. Are you selling your engagement ring? Chloe, jewelry gets appraised for all sorts of reasons. Like for insurance. Nice dodge. How about this? You don't go in my bedroom when I'm not there. How about you don't ask me to get your damn purse then? Was? Das dachte ich mir gerade auch. Sie weiß ja nicht, dass wir vorher schon auch mal drin waren. You do realize I hate your boyfriend with every fiber of my being, right? Chloe! You don't hate him. He calls me girly. He's a dickhole. He can be old-fashioned. Yeah, an old-fashioned dickhole. Ah, right. School. My favorite. You used to love to learn. Yeah. I used to think drugs were lame, too. I wish you wouldn't joke like that. Let's not fight. I made you breakfast. Nah. I'll just grab something later. Oh, you'll enjoy this. The other day I made 4 eggs, 2 for David, 2 for me. And just before I served them, he says, "What are you gonna eat?" I'll enjoy that, huh? Tired, huh? That'll teach you to break curfew. What? I know what time you came home last night. And don't think you can get out of school just because you missed the bus again. Why would you think your principal calls when you skip? Do you think I enjoy lying for you, saying you're sick just so you don't get expelled? And I do know what pot smells like, you know. Wie die Mutter, so die Tochter. Between your grades and your disregard for my rules, I see you slipping. I'm worried. But Mom, the whole point of lowering expectations is so you won't be disappointed in me. Ever again. You're happy doing what you're doing? Fine. Keep at it. Just let me know so I can stop fighting with Blackwell to keep you on scholarship. Money's tight enough as it is. Ich war früher auch immer so ein Experte von wegen, hör, hab verpasst, komm ein bisschen später. Also was jetzt, hier war es der Bus, bei mir war es der Zug. Vielleicht brauche ich nur mal eine Ruhe, vielleicht kann David helfen. Maybe I just need to be left alone. Maybe you're 16 and don't know what you need. David thinks you need discipline. David should mind his own business. I think it's great David's taking an interest. He's a good man. Maybe he can help. Papa war ein guter Mann. Dad was a good man. That's not fair. I'm glad your father still has a place in your heart. But sometimes we need to make more room in our hearts for new people. And sometimes, when we're incredibly desperate and lonely, we choose the absolute wrong kind of people to let into our hearts. Mom. David's had some hard times too, you know. If he's kind enough to share his experience, I expect you to listen. Like I'd let him get within 15 feet of me. When he takes you to school today. Very funny. You will be nice, you will be respectful, and you will say thank you. Are you serious? Chloe, I'm serious. This is such... What, Chloe? Such what? Mom's trying, I guess. Maybe I should too. But what's the point in getting along if it means pretending everything's fine when it's not? Verständnis zeigen für die Mutter, wahre Gefühle ausdrücken und die Mutter wieder, Chloe, Chloe, ich erwarte, nichts vorspielen.
want me to pretend I'm okay with David? That everything's okay? I'm not. He's a chauvinistic piece of shit, frankly, Chloe, and... if your father could hear you. No, you're right. I'm sure Dad and the mustache would get along great. It's a big bed. There's room enough for all three of you. That's enough. All I'm asking for is a little respect. Why is that too much? I love you, Chloe. I miss you. Nobody could have replaced your father. I did the best I could. Mom. I don't know where I lost you. You didn't lose me. Right. David's waiting. He'll need the keys. They're in that ashtray you made me. Go be his problem now. Bringing David his keys is about the most humiliating thing Mom could ask me to do. Tja, wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, wie im ersten Teil die Zeit zurückzuspulen. Is Mom having trouble with payments again? My scholarship doesn't cover everything. Like I need another reason for Principal Wells to get on my case. Mann, ist das teuer. Was ist denn der Aschenbecher? Ah, hier. Here they are. Let's get these to David so he can drive away. Ja, und US Army. Er war ja bei der Armee. No point in putting off the inevitable torture of driving to school with David. I better get going. Mach's gut, Mutti. Steph, ich hab deine DVD. I actually have to let this jackoff drive me to school. This is my life now. Kill me. Ah, ich habe noch gar nicht geguckt. Können wir auch noch in den Garten? Nein, der ist gesperrt. Mom doesn't want me to know. But it's pretty clear her boy toy, David, hasn't worked in like a year. Seit einem Jahr arbeitslos und dann fängt er bei Blackwell als Security-Chef an.